Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mittelerde, Schatten des Krieges. Ja, die Aussicht ist ganz vorzüglich, wunderbar. Der Hexenkönig hat hier das ganze Areal für sich beansprucht. Wir wollten das letzte Mal eigentlich eine neue Mission starten, die ist da hinten, aber ihr seht ja, wie es wieder ist. Man muss wieder da langlaufen und was weiß ich, wenn man halt wieder eine kleine Aufnahmepause getätigt hat und, ich finde das immer noch so cool mit dem Springen. Na! Dann, das scheint ein Angreifer, nicht Angreifer, ein Häuptling zu sein. Dann laufen wir mal schnell weg. Was wollte ich sagen? Wenn man dann halt, halt, stopp, hier müssen wir hoch. Halt, stopp! Dann muss man halt wieder von vorne anfangen. Wir hatten ja, ich weiß, an einer anderen Stelle gespeichert, aber das ist jetzt nun mal so. Ich hatte dann das Ganze unterbrochen. Eine kleine Aufnahmepause zu machen. So, Vorsicht. Oh, das war die falsche Taste. Ich wollte eigentlich ihn mal so, naja, wie soll ich sagen, schlafen schicken. So, ist da noch einer um die Ecke? Nein, da ist keiner. Dann können wir direkt mit linker Steuerung den Auftrag starten. Armee der Toten. Zox-Akolyten unternehmen einen letzten verzweifelten Versuch, Zog und eine Armee der Untoten aus den Opfern der Belagerung von Minas City wieder auferstehen zu lassen. Halte sie ein für alle Mal auf. Das werden wir tun. Wir starten mit Space. Zox-Akolyten waren nicht untätig. Ein Nekromant ist niemals wirklich tot. In der Arena wimmelt es vor toten Uruks, Opfer der Belagerung. Eine angehende Armee. Alter. Guck dir das an. Wir haben 6 Nekromantentotems zu reinigen, plus mehrere Häuptlinge. Wie den da zum Beispiel. Kann ich den anvisieren? Entschuldigung. Schleich beherrschen. Geht das? Nichts reicht hier. Alter. So, wir bekommen Besuch. Das macht aber gar nichts. Ich möchte den Griecher, den Füßen, den möchte ich gerne für unsere Zwecke nutzen. Das heißt, ich möchte den gerne Alter! Hör auf! Möchte ich gerne für meine Zwecke halt. Für meine Zwecke halt gerne benutzen. Angepasst? So, was heißt angepasst? Angepasst, hä? Au, Alter! Wir müssen ja aufpassen. Alter! Fuck! Ich glaube, wir sind gleich tot. Ja, wir sind gleich tot. Fuck! Was ist mit dem? So, wir sind gleich tot. Ich weiß. Oder auch doch nicht. Sehr gut. Wir müssen ihn finden.
Was macht er denn? Egal. Alter, irgendwie hab ich grad, bin ich gerade so ein bisschen Körperklaus-Steuerung. Ich stehe jetzt gerade hier versuchen. Moment, warte kurz. Wieso kann ich... So. Ich komme nicht über ihn drüber, das ist doch zum Kotzen. Ich wollte eigentlich Grisha den Süßen für unsere Armee gewinnen. Das haben wir jetzt natürlich nicht getan. Scheiße. Egal, wir müssen... Alter, ich muss erstmal mit der Steuerung wieder klarkommen hier. Leute für unsere Zwecke. Jetzt sind wir natürlich wieder vergiftet. Ah, das ist doch zum Kotzen. Also der Plan war folgender. Ich wollte eigentlich erstmal ein paar von den Häuptlingen für unsere Zwecke halt rekrutieren. Aber das ist scheinbar nicht möglich hier. Wir werden nur die ganze Zeit getroffen, das finde ich ein bisschen scheiße. Wir sind halt wieder schon wieder fast tot, das kotzt mich so an einfach. Nicht wehren! Alter! Wieso kann ich ihn nicht betäuben? Verdammt! Das ist so ekelhaft, ey. So, der ist jetzt erzürnt, warum auch immer. Dann hat's halt, soll's halt so sein. Kann man ihn nicht rekrutieren? So, dann rein über den jetzt und holen wir den. Alter. So, da hinten ist ein Achter, der ist vielleicht nicht so stark. Es wird halt auf jeden Fall eine schwierige Mission, so viel steht fest. Wir müssen gucken, wie wir das machen. Ich hätte gerne halt ein paar rekrutiert, die für unsere Zwecke dann kämpfen. Ah. Das muss einfach mal so. Vielleicht können wir die Untoten auch gar nicht brechen. Ja, das wäre natürlich auch noch eine Option.
Der ist jetzt mal auf jeden Fall auf unserer Seite. Und irgendwie sind die alle nicht in der Lage zu reden. Das finde ich auch sehr interessant. Schusssicher, alles klar. Wie gefällt dir das? Es ist hier Schluss mit lustig, Freunde. Nicht zu bewegen! So, du bist für mich. Also, was wir gelernt haben, ist auf jeden Fall, wir können die Totems, können die Häuptlinge, die sich an den Totems befinden, können wir nicht rekrutieren. Das ist sehr schade. Das Einzige, was wir halt machen können, ist versuchen, die Soldaten zu rekrutieren. Das scheint irgendwie zu funktionieren. So, hier haben wir jetzt auch wieder keine Möglichkeit, das ganze Spielgeschehen ein bisschen zu erleichtern. Wir könnten jetzt versuchen, nochmal nach oben zu klettern und zu gucken, was da oben noch ist. Ob da sich irgendwie noch irgendjemand befindet oder was. Komm, mach doch! Okay, nochmal. Da hoch. Die Mission ist mit Sicherheit die schwerste in dieser ganzen Reihe. So, können wir Schleich beherrschen? Können wir da irgendwas machen? Ich könnte jemanden herbeirufen auf 2. Kommt an mir vorbei! So, der lässt sich natürlich nicht schleichen. Schleich beherrschen ist klar. Talion ist ja schon. Auf! Warum haben die alle so eine starke Attacke? Der hier, guck das an. So, der ist benommen. Oh oh. Die Lebenden werden auf den Pfaden der Toten wandeln und der Nekromant unterwirft sie seinem Willen. Klingt das vertraut? Ist die ganze Scheiße nochmal von vorne. Also heute ist irgendwas, irgendwie ist heute der Wurm drin. Ich habe keine Ahnung warum. Wir müssen das Ganze nochmal von vorne machen. Moment.
So, jetzt kann zumindest mal keiner mehr wieder aufstehen. Alter, es ist so ekelhaft. Aufpassen, dass wir nicht von den... Die haben halt so mega starke Attacken und ich weiß einfach nicht warum. Hier geht es schon wieder gerade wieder von fort. So, der kämpft jetzt für mich, warum auch immer. Alter, weich einfach aus. Verdammte Scheiße. Das ist doch zum Kotzen. Das da regt mich auch so auf. Helmgeschosse benötigt. Okay, die würden wir noch irgendwo herkriegen. Das ist kein Problem. Ist der jetzt auf... Ja, der ist auf meiner Seite. Okay. Wir rufen mal gerade ein paar Krieger herbei. Die uns unterstützen. Hör doch auf! Und dann immer dieses Hochklettern irgendwo, das ist so ekelhaft! Elbenschüsse haben wir keine mehr. Also das war jetzt echt eine verdammt schwierige Mission. Das an wie... So, der lässt sich nicht bekämpfen. Ja, wir sind schon wieder gleich tot. Also es ist zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Helmgeschütze haben wir auch. Ja, Helmgeschütze haben wir auch keine mehr. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Mission hier schaffen soll. So, der ist auch tot. Und ich würde die einfach gerne beherrschen. Ich weiß es einfach nicht. So, die laufen immer noch rum, die zwei Idioten. So, die haben jetzt den Fokus verloren zu uns. Der eine zumindest. Ich habe keine Ahnung. Also, vielleicht ist diese Mission auch noch viel zu schwer für uns. Vielleicht können wir die noch gar nicht machen. Könnte natürlich auch sein. Haben wir schon mal erledigt. Ziel ist es aber auch, glaube ich, gar nicht, die Leute einfach zu erledigen, sondern ja, versuchen halt irgendwie durch das Level halt durchzukommen. Die bekommen halt gleich eine Belohnung. Ja, das funktioniert also mal sehr gut. Ah, ich hasse das. Für den dunklen Herrscher sind wir
unersetzbar. Mit Sorg leben wir ewig. Lauf einfach weg. Lauf. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. So, den Totem haben wir auch. Ja, komm, hör auf. Der Meister wird uns schützen. Er wird uns alle wiedererwecken. Auf jeden Fall wird der Meister das machen. Er wird uns alle wiedererwecken. Mach doch! Guck dir das an. Guck dir das an. Ich will ihn einfach nur beherrschen. Wieso funktioniert das nicht? Warum? Warum geht das nicht? Ich verstehe also. Es ist mir einfach ein Rätsel. Hier, schon wieder. Jetzt komme ich gerade in den Hinterhalt rein. Alter. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollten wir die auch einfach in Ruhe lassen, einfach links liegen lassen und dann verschwinden und uns heilen oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir wirklich ein Rätsel, wie das hier funktionieren soll. So, ich bin jetzt einfach mal verschwunden, habe mal einfach nichts gemacht. So, und dann würde ich sagen, ja, sorry für diese Scheißfolge, wirklich absolut katastrophale Folge. Also das ist... Wie viele haben wir noch? Vor allen Dingen, wenn man einmal stirbt, muss man alles nochmal von vorne machen. Diese Scheiße kommt noch hinzu. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da unten sorgt der Ewige rum. Wir müssen die Armee der Toten irgendwie auseinandernehmen. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie irgendwelche Leute zu rekrutieren. Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.